Hi, ich bin Frederik und ich stelle euch heute die SUB vor, was kurz für Staats- und Universitätsbibliothek ist. Die Staats- und Universitätsbibliothek ist 1734 gegründet worden mit 9 Millionen Medieneinheiten, ist sie auch eine der größten Bibliotheken Deutschlands und Niedersachsens. Die meisten Bücher findet ihr nicht in den Lesesälen hier am Ort, sondern die müsst ihr online bestellen und dafür bekommt ihr auch zum Anfang eures Studiums diesen Studentenausweis. Und wenn ihr ein Buch bestellt habt und es ausleihen wollt, dann geht ihr zu einem dieser Terminals, benutzt euren Ausweis und leiht euch dann das Buch aus. Eure Bücher, die ihr ausgeliehen habt, könnt ihr natürlich auch zurückgeben und das funktioniert im Grunde genauso, wie ihr sie euch ausgeliehen habt. Ihr benutzt euren Studentenausweis, gleichzeitig habt ihr dann ein Buch und das lest ihr genauso ein, wie ihr das vorhin beim Ausleihen auch gemacht habt. Überall hier findet ihr auch diese Drucker, wo ihr eure Texte ausdrucken könnt und so weiter. Dafür müsst ihr nur Geld über die SB-Kassen auf euer Druckkonto laden und an diesen SB-Kassen könnt ihr auch eure Mahngebühren begleichen. Überall in den Lesesälen könnt ihr euch eure Bücher nehmen und anhand der Signaturen erkennt ihr auch, wo im Gebäude sich diese Bücher befinden. Und einige dieser Bücher könnt ihr ausleihen, manche davon allerdings nicht. Und diejenigen, die euch nicht ausleihen können, sind die mit dem Doppelstrich. Hier im Erdgeschoss könnt ihr auch Geld auf euren Studentenausweis laden. Hier geht das nur mit EC-Karte und die Bedienung ist sehr simpel. Und das war's auch schon. An diesen Terminals könnt ihr euch für eure Arbeitskabinen anmelden, die ihr im ersten Obergeschoss findet. Und die Bedienung ist sehr einfach. Ihr legt einfach euren Studentenausweis hier hin, meldet euch an und könnt dann den Raum betreten. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an die Leute am Ort wenden. Die sind immer hilfsbereit und helfen euch weiter. Und online und über Telefon ist natürlich auch immer jemand erreichbar.